Huna Han und Hun Chevin müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Es zeigt eine Menschenprozession, die ins Tal der Götter kommt. Geleitet von Geräuschen oder Gesängen. Alle tragen ihr Hab und Gut bei sich, sowie Dinge, die aussehen wie Weihopfer. Sie müssen Anhänger sein. Die Affenzwillinge wurden nicht von allen verhöhnt, nachdem sie aus Paititi geflohen waren. Einige verehrten sie auch. Huna Han und Hun Chevin. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen.
Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Verdammt, es geht nicht weiter. Das ist der Bauplan für das Instrument. Der Detailreichtum dabei ist außergewöhnlich. Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Gewöhnlich. Warum sollten Huna Han und Hun Chevan so einen Ort bauen? Ja.
Schläge fehlen. Thank you.
Okay, ich muss ganz genau auf die Musik achten. Wieder haben. Der weiße Atem. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Unfassbar, wie erwachsen. Lara, ich muss mit dir reden. Was war das? Das ist der Grund, warum wir reden müssen. Wir treffen uns im Hof. Hey, Lara, komm her. Was ist los? Trinity ist noch hier. Was? Sind sie nicht alle nach Paititi wegen des Rituals? Einige wurden wohl bei der Schlammlawine getrennt und zurückgelassen. Sie
Sie haben eine unterirdische Ruine gefunden und ihr Lager dort aufgeschlagen. Es ist eine Gruft. Für die Priester von Sipakna, sagen die Einheimischen. Der Gott der Berge. Und der Vulkane. Dazu kommen wir noch. Die Gruft liegt neben dem Tempel von Sipakna. Viele besuchen den Tempel nach wie vor regelmäßig. Jetzt nicht mehr, weil Trinity nebenan wohnt. Deshalb hören die Beben und die Asche nicht auf. Sipakna mag es gar nicht, wenn man ihn vernachlässigt. Lara, ich hatte gehofft. Kannst du dir das mal ansehen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Gut, ich mach's. Danke, ich weiß es zu würdigen. Was? Lara, hier drüben. Ich muss mit dir reden. Abby, du wirkst besorgt. Gibt's ein Problem? Nein, nicht wirklich. Nachdem du mich und Pilar verlassen hast, hat sie mir Omas Tagebücher gegeben. Ich habe sie gelesen und muss das alles verarbeiten. Du kannst nicht alles, was Mariana wusste, auf einmal lernen. Das dauert. Ja, sie hatte einen Traum. Eine Vision der Zukunft. Sie beschreibt darin eine Frau, die genauso aussieht wie du. Oh. Natürlich will ich nicht zu viel darüber sagen. Noch nicht. Wenn dein Konflikt mit Amaru vorbei und das Schicksal der Schatulle von Ixchel entschieden ist, kannst du dann wieder herkommen? Natürlich. Wer versteckt sich in einer Gruft?
Dieses Symbol ist mir nicht bekannt. Da ist wieder dieses Symbol. Verschlossen, aber die kriegt man sicher irgendwie auf. Trinity hat sich's hier in kurzer Zeit behaglich gemacht. Dieses Symbol ist definitiv wichtig. Tag 1, Position 1. Kein Signal. Tag 1, Position 2. Kontakt. Zu viel Rauschen für klare Kommunikation. Tag 1, Position 3. Kontakt. Anweisung erhalten, auf Abholung zu warten. Mehrere Tage, weil alle Ressourcen bei Khan benötigt werden. Tag 2, Positionen 1 und 2. Kein Signal. Tag 2, Position 3. Vereinzelt Kontakt. Selbe Nachricht wie zuvor. Alle folgenden Tage, alle Positionen. Null Kontakt. Vermute starke Interferenz durch Vulkanaktivität. Ich wusste, dass sie hier einen Generator haben. Oh, gut. Finden wir raus, ob ich im Dunkeln was übersehen habe.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich weiß, was passiert, wenn ich die falsche Tür nehme. Nichts Gutes. Ich weiß, was passiert, wenn ich die falsche Tür nehme. Nichts Gutes. Ich wusste, dass das Symbol wichtig war. Nach allem, was wir getan haben, um das Ding zu kriegen, soll es uns hier. Stehlen? Das habe ich nicht gesagt. Ich frage mich, warum wir es überhaupt genommen haben. Der Plan ist gut. Er erfordert lediglich etwas Zeit. Ich weiß, aber diese blöde Warterei. Abby, hier ist Lara. Ich bin im Trinity-Lager. Sie haben eine gestohlene Krabbe bewacht. Diese Krabbe gehört Zipakna. Kein Wunder, dass die Erde bebt. Abby. Du musst die Krabbe in den Tempel bringen, wo sie hingehört. Okay, mach ich. Ich glaube, ich kann den Tempel sehen. Davor befindet sich ein Dorf. Das ist er. Das Dorf ist verlassen. Wegen der Schlammlawine. Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren. Hm.
muss einen Weg darüber geben. Ich muss durch die Kirche gehen. Vorsicht, die Häuser sind baufällig. Dem Alter des Papiers nach wurde das hier vor Jahrzehnten zurückgelassen. O großer Sipagna, Schöpfer der Berge, Vernichter der Törichten und Wächter der Flammen unter der Erde, gewähre meinem Sohn und meiner Tochter sicheren Tritt auf deinem Mantel in Unversehrtheit und Wohlstand. Mögen deine Macht und Weisheit sie stets begleiten. Ich glaub's nicht. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Ich muss mein Gewicht richtig einsetzen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin jetzt im Tempel. Sipagna ist eine Krabbe, seine Lieblingsspeise. Der Maya-Gott Sipagna, Bruder von Kabrakan, Gott der Erdbeben. Sipagna wird oft als riesiger Kaiman dargestellt und ist als zerstörerisch, arrogant und unstet bekannt. Jetzt sein. Lara? Ich bin okay. Und ich sehe Sipagna.